Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Banishers Ghosts of New Eden. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem... wir müssen das Rebellenlager untersuchen. So nämlich. Und das hier ist eigentlich das Rebellenlager. Aber die Hauptaufgabe ist immer noch das Wesen hier in den Minen zu finden. Das wird wahrscheinlich was... Also es wird was Größeres sein. Es ist ja Main Story. Von daher kommen wir nicht um einen großen Fight drumrum. Guck mal hier. Lieutenant Breezes gestohlener Bericht. Also gut, Sebastian, raus mit der Sprache. Was geht hier wirklich vor sich? Es zählt nur, dass Pennington bestraft wird. Alles andere ist bedeutungslos. Nee, das stimmt so nicht. So läuft's nicht, mein Lieber. Finde die Wahrheit sowieso raus. Sebastian Preece. In der Mine solltet ihr euch um die Kranken kümmern. Stattdessen habt ihr ihnen Schaden zugefügt. Was? Nein, das ist eine dreiste Lüge. Ich habe mein Leben für sie gegeben. Ihr wurdet zum Tyrannen, bis die erschöpften Überlebenden sich gegen euch erhoben. Sie haben wohl in der Dunkelheit den Verstand verloren und ihre Wut auf mich gerichtet, den Untergebenen des Captains. Ich starb unschuldig. Ich starb als Held. Ihr habt gelogen. Ihr habt euch selbst belogen und eure Männer und uns und sogar eure Frau. Weshalb seid ihr wirklich zurückgekehrt? Nein, das habe ich nicht getan. Das würde ich niemals tun. Das sind alles Lügen. Ich liebe Helm von ganzem Herzen. Pennington muss bezahlen. Ihr müsst Pennington für seine Schandtaten bezahlen lassen. Damit werdet ihr nicht durchkommen, Sebastian. Jesus. Komm zurück, Feigling. Ritter. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Komplett durch. Ja gut, dann kommt er halt nicht zurück. Vielleicht ist er das Wesen hier in den Minen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass er das ist. Der Weg ist frei. Wir gehen tiefer. Wunderbar. Wirklich super. Oh, jetzt gibt's einen Fight, oder? Na komm. Ich kann nicht fassen, dass Sebastian uns alle angelogen hat. Selbst Helen. Ist diese Kreatur deshalb so hasserfüllt? Ich weiß, ich wäre es. Gut möglich. Sebastian will Pennington um jeden Preis bestrafen. Aber ich bin mir nicht sicher, wieso. Ja, vielleicht hatte Pennington eine Affäre mit Helen. Lieber Herr Jesus, wo sind wir? Ja, ich glaube, der liebe Herr Jesus wird jetzt hier auch nicht weiterhelfen, ne? Naja. Die Devise ist klar. Es geht nach unten. Immer weiter nach unten. Bergarbeiter. Krank und hungernd ihrem Schicksal überlassen. Helen hatte recht. Es war eine Gräueltat. Nur hat sie dem Falschen dafür die Schuld gegeben. Ja. Brief eines Gefangenen. Ja, hat's doch aber gerade noch grün geleuchtet, oder? Ja. Ja, aber ich bin hier nicht am richtigen... Ah doch, ich bin am richtigen Ort. Nice. Ja, hallo, die Herrschaften. Das war's für dich. Los, brav. Sonst so? Was ist hier? Nichts. Bei? Nee. Hä? Ein weiterer Sprung. Tatsächlich, das wäre ein weiterer Sprung. Aber geh erstmal hier nach drüben.
gucken, was hier noch so ist. Kupfer auf jeden Fall. Viele Männer waren hier eingesperrt. Der Grube überlassen. Nur zurückgehalten durch die Furcht hineinzufallen. Ja. Doof, ne? Hier, oh, komm mal hier. Kupfer, sehr gut. Hier wird alles mitgenommen. Und es geht nach unten. Das ist ja immer was Gutes. Ah, warte. Gut, das hat jetzt nicht viel gebracht. Jetzt ist halt die Frage. Da drin ist das Kettenstück. Okay. Dann müssen wir das anders lösen. Das mal kaputt machen. Ist besser als jede Kanone. Ja, das wissen wir langsam auch, Red. Wenn ich sie so sehe, frage ich mich, ob ihr Widerstand es am Ende überhaupt wert war. Oh shit. Du stehst umringt von ihren Kadavern und Stille ist die einzige Antwort, die du kriegst. Was glaubst du? Junge, dieses Wesen, das hat gar keinen Bock drauf, dass ich diese Ketten kaputt mache, ne? Das muss ja was richtig Riesiges sein. Finden wir es raus. Ah, guck mal. Sehr gut. Ist noch was? Nehmen wir alles mit, wenn wir es können. 8 Fälle. Der Leichnam da. Was für ein Leichnam? Das müssen Sebastians Überreste sein. Interessant. Lord Priest starb er als Letzter. Hätte sich erschossen, als die Hoffnung schwand. In Wahrheit schlug ihm jemand den Schädel mit einer Hacke ein. Es war kein romantischer Suizid, sondern eiskalter Mord. Außerdem gibt es hier keine Geisterfessel. Und hier, wieder dieses Zeichen. Keine Geisterfessel? Warum ist er da nicht verblichen und wie alle anderen zu einem Schemen geworden? Sebastian hat Helen einen Bären aufgebunden. Seine markante Brustverletzung war ein Teil der Geschichte. Es war alles nur eine Lüge. Ich zweifle langsam am Geist des Lieutenants. Er könnte ein Abbild von Sebastian sein, um zu Helen zu gelangen. Vielleicht auch zu Pennington. Kein Schemen. Etwas Höheres. Aber was? Und weshalb? Sebastian ist eine Puppe, ausgestopft mit gestohlenen Erinnerungen, geschaffen von dem, was hier unten lauert. Ja, die Wahrheit wird Helen zerstören. Helen verlässt sich ganz auf ihren Ehemann. Die Wahrheit könnte sie ins Verderben stürzen. Helen hin oder her. Zuerst müssen wir den Puppenmacher finden. Okay. Wait a minute. Da unten. Geht nicht von hier? What the hell? Warum nicht? Ah, von hier geht's aber. Ja. Junge, was ist denn mit dir los? Komm sicher Gegner. Ja. Oh shit. Mal den direkt. Beruhige dich. Ja, super. Genau gewechselt, dass er zugeschlagen hat. Hier wurden sie krank, verirrten sich in der Dunkelheit. Und so starb einer nach dem anderen. Wir werden bald hier raus sein. Wir beide. Mein inneres Kind hätte dich gern nah bei sich.
Ja, das hier ist natürlich wieder kaputt. Einmal mehr, ha? Ah ne, der Aufzug ist ja schon da. Aber... geht der nach unten oder nach oben? Nach unten, das ist gut. Es bleibt spannend. Ich weiß, der Gestank ist schon längst verflogen. Aber ich könnte schwören, dass ich ihn immer noch rieche. So, komm. Haben wir's langsam? Kann ich das kaputt machen? Natürlich kann ich das. Ab zu diesem komischen Wesen. Ja, die Schreie werden immer stärker. Wir kommen näher. So, ich musste kurz einen Cut machen. Musste kurz weggehen. Wenn du dich ausruhen musst, dann am besten hier. So, ist hier ein Lagerfeuer. Ah! Okay. Dann ruhen wir uns aus. Vielleicht können wir ein bisschen Items upgraden. Let's go. Nee, können wir nicht. Dann muss ich mich auch nicht ausruhen. Warum auch? Entschuldigung. Dann wird jetzt wohl der Boss kommen. Stimmen von Toten klingen hier nach. Ah, hier. Man hat mich hier zum Verrotten zurückgelassen. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Und direkt gestorben. Sehr gut. Da unten ist das Ding, aber nee, wir sind noch nicht direkt da. Okay. Kann ich hier... nee. Hier ist wieder so ein Efeu, ha? Ich schlitze das korrumpierte Herz auf. Du nimmst die Wurzeln aufs Korn. Ja, es sind einige, ha? Aber wo sind die? Das ist die Frage. Oben ist eins. Eins gefunden. Von vier. Super. Was haben wir hier? Nimm das mal mit. Also zwei. Drei. Warte, wo war das erste? Viert. Warte mal. Wo habe ich das erste schon wieder gesehen? Nicht da oben noch was sein. Nee, das kann nicht. Also. Kann ich hier hoch? Nee, natürlich kann ich hier nicht hoch. Warum auch? Oder doch? Nee. Ah. Aha. Okay, aber. Warte mal. Also eins. Zwei.
unten drei und das vierte. Oder sind es nur drei? Ah, ne, es sind nur drei. Ah. Okay, ja dann. Ne, aber es sind doch... Warte mal. Einmal. Zweimal. Ich sehe es nicht. Nein, es geht schon weg. Ach, fuck, ey. Kannst du das von hier an her? Verständlich nicht. Okay, von hier? Auch nicht. Da. Hier. Ja, man muss dann aber auch treffen. Nein, 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 nein. Die Wurzeln bleiben nicht lange sichtbar, weil ich mir das Herz vorgeknöpft habe. Beeil dich. Ja, ich bin doch dran, Herr Gott, noch mal. So. Eins. Zwei. Drei. Junge. Richtig glatt meinen eigenen Garten. Ja. Glaub mir, das willst du nicht. Das war jetzt gerade ein bisschen mühsam. Bin ja so ehrlich, das war ein bisschen mühsam. Aber ich hab's geschafft. Alles, was zählt. Jetzt haben wir hier. Hm. Ein Kupfer. 7 Stück. Und eine Truhe. Jetzt doch vorhin gerade noch grün geleuchtet, oder nicht? Nee. Aber der Bannring hat doch gerade grün geleuchtet, oder nicht? Oder täusche ich mich? Hm. Wahrscheinlich schon. Verschlossen, natürlich. Wir müssen den Schlüssel dafür finden. Einen Schlüssel? Hier unten einen Schlüssel finden. Ja, Halleluja. Dann ist er aber hoffentlich hier oben irgendwo. Nee, das ist aber nur eine Truhe. Hm. Schlüssel. Kann ich hier zwischen... Nee, natürlich kann ich das nicht. Das geht auch nicht. Alter. Das ist pure Verzweiflung. Pure Verzweiflung seht ihr hier. Schlüssel finden. Wo soll denn dieser Schlüssel bitte sein? Ist ja sonst nichts. Halt das hier hinten, aber... Ist ja kein Schlüssel. Aber guck mal, ist jetzt gerade wieder grün geleuchtet. Nee. Hm. Okay. Die Frage ist, muss ich da überhaupt durch? Na, das ist natürlich die andere Frage. Geh nochmal runter hier. Diese Ketten. Ein Echo, glaube ich. Ah. Okay. Was bist du? Du? Nein. Nein!
Hier auch herumtreibt. Oh. Pennington verleiht ihm Leben. Noch ein Geist, der die Wut niederer Schäden für seine Zwecke ausnutzt. Hier geht es um die Qualen der Deborah Comenius. Ja. Und die Schuld der Menschen von New Eden. Okay. Ja, dann wird das so sein. Vielleicht ist dieser Albtraum, diese Deborah. Oh Gott im Himmel. Ja, jetzt kommt's. Kannst du ihn sehen? Noch nicht. Junge, das Ding ist riesig. Was passiert, wenn wir es tun? Ihr seid Deborah, nicht wahr? Pennington hat euch verhaften und in Ketten legen lassen. Arme Deborah, eine kaputte Puppe, weggesperrt und vergessen in der Finsternis. Löst sie von den schweren Ketten, davor. Wenn wir es tun, sprecht ihr dann mit uns? Ich glaube, das ist ein Nein. Der Puppenspieler. Geiler Name. Achtung! Kommt da was raus? Ja, nicht. Oh shit. Warte. Yeah. Nächstes Mal klappt's. Vielleicht so? Nee. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Hier. Yeah. So knapp. Komm jetzt. Oh, fuck. Die Ketten sind geschwächt. So, das jetzt. Ja, ja. Bin ja dran. Hier, guck mal. Gegner. Okay. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Ist okay. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Ja, jetzt ist zu spät. Sie werden schmerzlos. Junge, wie hässlich bist du denn? Komm schon. Die Ketten sind geschwächt. Ja, ja, hier. Okay. Nutz meine Kraft, Red. Ja, was soll ich... Die Decke stürzt ein. Oh, shit. Was soll ich denn mit deiner Kraft? Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Na, zu langsam. Der nächste, bitte. Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. So. Jetzt ist sie befreit. Ja, und jetzt? Ah, nee, verbannen. Zumindest ein Teil davon. Lass sie gehen!
das nicht fürchte. Kompletter Marsch, aber... Gib mir ein Zeichen! Das ist ja super hier. Ich befreie dich, sobald ich mich um die hier gekümmert habe. Hey, 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 hey. Werde ich hier. Oh, shit. Mach mal so. Oh, jetzt hau einfach drauf da. Oder pariere. Das ist auch gut. Verdammte Ketten. Das ist es nicht gewesen, das Zeichen. Was ist hier? Das war nichts. Schade. Hier ist ein Gegner hier. Geil. Befrei mich. Ja, ich bin doch dran. Muss nur gucken. Hier? Ah, ja. Ha. Got him. Kannst direkt wieder weiterkämpfen, Antea, Liebes. Ich kann dir helfen. Ja, dann mach. Hier. Braves Mädchen. So, muss ich wieder an die Ketten ran? Ja, da. Doch, 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 doch. Hey, 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 hey. Alter. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Ja, das haben wir rausgefunden, Mädchen, aber... muss mich erstmal um die hier kümmern, ne? Ja, fuck. Okay. Da oben ist die nächste Kette. Die mit Leidenschaft gezogen wird. Na komm, mach was. Nutz meine Kraft. Oh, Alter. Ja. Geht halt nicht, ne? So. Nächstes Mal klappt's. Ey. Jetzt. Ja. Sehr gut. Okay. Alter. Weißt du was? Mach mal den. Einfach um mich ein bisschen schneller zu heilen. Oh, ich war zu langsam. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Ja, ja, ich weiß. Du kannst alles, Antea. I know. Come on. Nein! Ach, Junge! Ich hab Dreieck gedrückt und es ist nichts passiert. Jetzt kommt die Scheiße wieder. Nutz meine Kraft, Ray. Ja, ja. Muss ja erstmal orange werden oder rot oder was auch immer. Alter. Halt dich mal so. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Es ist mir jetzt relativ egal, ob du das kannst. Na? Sie greifen alles an, was hier im Weg steht. Ja! Antea, halt die Fresse. Wirklich. Alter. Ich bin doch dran, Herrgott nochmal. Du bist nervig. Hier, soll Antea Schaden nehmen. Das ist okay. Ja. Jetzt aber. Gibt's aufs Maul. Komm. Bist du ein nerviger Buste? Wie soll ich ruhig weiter verzehren? Junge. Na komm. Mal setz. Gib mir ein Zeichen. Verdammte Ketten. Haben das von hier? Gut, ich denke, das erste wird eh nicht funktionieren, oder? Ah, doch.
Bitteschön. Immer wieder gerne. Na dann komm direkt mal her hier. Ich werde für gar nichts hier bezahlen. Ich werde eher bezahlt, als ich dich kaputt mache. So nämlich. Guck mal. Zack, Nummer 1. Okay. Wo ist der zweite? Oh yes, baby. Jetzt hat mir da die Scheißdecke, die einstürzt. Zeig mir, welche Kette ich zerstören muss. Da oben. Zödele. Eine noch. Direkt hinter ihr. Oh boy. So. Komm mal rein jetzt hier. Kaputte Marionette. Besiege den Puppenspieler. Es ist vorbei. Geht in Frieden. Kein Frieden, keine Gnade. Nichts als Düsternis und Verfall. Nein, es muss aufhören und ihr müsst es beenden. Düsternis und Verfall und die Worte eines Wahnsinnigen, eines widerwärtigen Menschen. Wessen Worte? Penningtons? Wenn die unerträgliche Stille zur finsteren Nacht wird, wird die leiseste Stimme als der Anbruch eines neuen Morgens gefeiert. Deborah. Drei Geißlanlagerungen sehen. Können wir jetzt hier raus? Sagt mir erstmal, was ich alles bekommen habe. Das ist ja einiges. Ne? Inventar. So. Ich habe ein neues Gewehr bekommen. Das hier. Ein Gegner mit dem Gewehr. Ja, Gewehrkolben. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Und hier habe ich was bekommen? Das da? Metamorphose. Okay. Geht zwar die Weisheit am 23 runter. Und der prozentuale Spektralschaden um 10% runter. Ein Gegner mittels Verbann besiegt, wird die Geisterzeige um 100% aufgefüllt. Ja, das brauche ich nicht. I don't need this. Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus am schnellsten? Die Minen verlassen. Ja. Gut, ich habe ja das Lagerfeuer da in der Nähe, ne? Das, schon mal etwas. Wie geht das Sprichwort? Ein Puppenspieler. Die vielen Toten auf unserem Weg wurden alle von seiner Pein kontrolliert. Ganz besonders Sebastian. Den Bergarbeitern widerfuhr Unrecht. Aber Pennington ließ Deborah verrotten. Das ist die Ursache. Also, was nun? Ist Penningtons Schuld. Pennington hat Deborah eingesperrt, um ihr Leben bettelnd. Nach ihrem Tode ignorierte er sie. Eine Schande für uns alle. Aber Helen Preece ist einem betrügerischen Geist hörig. Ihr ist ebenso wenig zu vertrauen. Am Ende müssen wir uns jedoch für eine Seite entscheiden. Das ist wohl korrekt, aber erstmal den Fertigkeitspunkt vergeben, wenn das überhaupt geht. Nee, es geht nicht mal. Kann ihn nicht mal vergeben. Geiles Ding. Ja dann.
Warum kann ich nicht schnell reisen? Mich verkackeiern oder so? Ja. Kann ich mit dem Aufzug raus? Na gut, der funktioniert ja jetzt wahrscheinlich, ne? Ihre Ketten sind ja weg. Ah ja, gut. Dann nehmen wir halt den Aufzug. Ist auch gut. Aufzugsmusik könnten wir jetzt brauchen. Sag mal was. Hey. Redet mal. Seid ihr ein Paar? Totenstille. Unangenehm. Wollt ihr nicht miteinander reden? Oh. Was weg. Ist? Nur der Rausch nach einem Kampf. Geht vorbei. Du denkst an Sebastian, richtig? Du weißt, dass ich bin, nicht wahr? Dass ich keine Puppe bin? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Auch wenn mein Kopf widerspricht, tief in meinem Herzen bin ich mir sicher. Das ist ja die Hauptsache. Alter, wie lange geht das noch? Es geht schon eine Zeit. Ja. Das war eine große Mine, hä? Das war eine sehr, sehr große Mine. Aber wir sind bald da. Und tschüss. Und tschüss. Naja. Nehmen wir jetzt mal an, wir müssen zurück ins Lager gehen. Dann entweder... Frische Luft. Endlich. Du hast dich da unten wacker geschlagen, junger Lehrling. Danke, Meister. Meister. Sag doch gleich Senpai. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? So als Belohnung? Na, guck mal, eine Truhe. Mit Sachen, die ich nicht mehr brauchen kann, weil ich schon genug davon habe. Genau. Geht's nicht raus, das ist bedauerlich, dann geht's halt hier raus. Pennington konfrontieren. Ich denke mal, wir müssen uns dann entscheiden, ob wir Pennington oder Priest töten. Was ist jetzt los? Nein, das ist Meuterei. Nein, lang überfällige Gerechtigkeit. Wartet! Seid ihr nicht in den Minen umgekommen? Bald liegen wir alle tot in diesen Minen. Kein Wort mehr aus deinem Mund. Und wehe, du bewegst dich. Die Minen wurden von ihrem Wahnsinn befreit. Ganz im Gegenteil zu euch, wie es scheint. Ihr habt das Wesen in der Grube verbannt? Wirklich? Es ist weg. Ja, der Puppenspieler ist Geschichte. Die Belagerung ist zu Ende. Aber freut euch nicht zu früh. Ihr steckt immer noch bis zum Hals im Dreck. Ihr müsst für eure Taten gerade stehen und für alles, was ihr nicht getan habt. Zivilisten bin ich keiner Rechenschaft schuldig. Und Meuterern ebenso wenig. Aber den Toten seid ihr es. Einst flehte euch eine Frau in Ketten an und ihr habt ihr Flehen ignoriert. Deshalb seid ihr verflucht. Gesteht, eure Zukunft und die Zukunft vieler anderer hängt davon ab. Ich gebe zu, es gibt keine Zukunft. Und dass ich uns hierher führte, um unser letztes Gefecht zu kämpfen. Aber wir sind standhaft. Auch das gebe ich zu. Und das ist mir zu verdanken. Wir sterben einer nach dem anderen. Dann trauern wir. Wir schüren den Zorn. Aber wir bleiben standhaft und treu. Selbst die Witwen müssen das. Die Schuld frisst euch auf. Die Schuld frisst euch auf. Ihr wusstet, dass ihr in die Minen gehen solltet, aber ihr konntet es nicht. Ich entschied mich, im Licht zu sterben. In der Grube gibt es nichts als Düsternis. Es steckt mehr dahinter. Eine ältere Schuld, eine tiefere Furcht.
Ja, dann reden wir über Deborah. Vielleicht seid ihr für die Tragödie in den Minen verantwortlich, Pennington. Vielleicht auch nicht. Aber der Puppenspieler wollte euren Tod. Vor einigen Jahren habt ihr eine hiesige Frau der Hexerei bezichtigt. Ihr habt sie eingesperrt. Der Puppenspieler war recht erzürnt deswegen. Auch Fairfax Haskell war am Tod von Deborah Comenius beteiligt. Er hat sich der Vergangenheit gestellt. Nun werdet ihr es ihm gleich tun. Nun ist der Würfel endlich gefallen und zeigt die schicksalhafte Zahl. Ich werde die Geschichte erzählen. Ganz und gar. Warum habt ihr sie beschuldigt? Ihr zogt ihren Namen durch den Dreck in dem Wissen, dass es eine Hexenjagd geben würde. Warum tatet ihr das? Ich habe sie nicht verleumdet. Es war die Wahrheit. Sie war verdorben. Sie war böse. Und sie war die Lehrerin unserer Kinder. Jemand muss an die Kinder denken. Das ist Schwachsinn, aber er scheint davon überzeugt zu sein. Wir kommen der Wahrheit näher. Deborah war keine Hexe. Deborah war keine Hexe. Angsterfüllt wandten sich die frommen Bürger von Juiden gegen sie, um ihre eigene Haut zu retten. Und ihr ebenso. Ihr habt sie im Puppenspieler wiedererkannt, nicht wahr? Was war das? Puppenspieler? Das war doch in den Minen, nicht? Ihr habt's gewusst. Gebt es zu. Seit wann? Wie lange wusstet ihr es schon? Was ich weiß und ihr nicht, könnte eine ganze Bibliothek füllen. Sebastians Kontrolle über Helen ist gefährlich. Wenn sie das Kommando übernimmt, hat auch er das Sagen. Aber Pennington ist verdorben. Unwert, gerettet zu werden. Was meinst du? Der Captain muss von seinem Posten vertrieben werden oder Helen Priest ist kompromittiert. Ja, das auch. Mit eurer Pistole seid ihr zwar auf dem richtigen Weg, Mrs. Priest, jedoch versteht ihr nicht, welche Macht euch auf diesen geführt hat. Tut, was ihr müsst. Und lebt mit den Konsequenzen. Werft die Würfel. Das werde ich. Pennington. Aufopfern. Ihr seid gescheitert, Captain. Als Offizier. Als Mensch. Ihr habt einen Fluch über die Einwohner von New Eden gebracht. Nein. Das Fort braucht einen Anführer, an dessen Händen kein Blut klebt. Ich tue es. Ich belege den mit Schuld, der es verdient. Hau Marv. Hau Gunjo. Das Leben den Lebenden. Tod den Toten. Zu viel gesehen, zu viel getan. Als Soldat, als Anführer, als Vater. Nieder mit der Tyrannei. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Wenn wir überleben wollen, dann liegt viel Arbeit vor uns. Aber wir werden überleben. Seien wir uns klar, hinter dieser Tür wurde Captain Pennington seiner Verbrechen für schuldig befunden und hingerichtet. Wir haben getan, was notwendig war. Welche Geschichte ihr daraus spinnt, ist eure Sache. Und was ist mit Sebastian? Er muss auch weg. Der Fluch des Albtraums scheint hier nun gebannt zu sein. Es ist getan.
Okay, die Bürde der Führung. Wähle das Schicksal von Captain Pennington. 1008 Realenstücke. In der Unterkunft im Vorrasten. Na, dann machen wir das. Uns denn noch streiten, Abigail? Wann bist du endlich zufrieden? Da oben. Dann ruh dich aus, mein Freund. Ruh dich aus. Ja. Können wir noch was machen mit der Ausrüstung? Oh. Fusionieren. Antea kann mit Red verschmelzen, um für kurze Zeit erhöhten Schaden zu verursachen. So kann das Paar mächtige Spektralnetze zerreißen. Im Kampf kann Antea ihre ätherischen Kräfte mit Reds Kampffähigkeiten kombinieren und den Schaden seiner Verbannungen erhöhen. Jesus Christ, okay. Kann er direkt was verbessern. Wenn ein Gegner mit dem Gewehr getroffen wird, verursacht der nächste schwere Angriff 30% mehr Schaden. Wenn ein Gegner mit einem aufgeladenen schweren Angriff besiegt wird, wird die Bannanzeige um 15% gefüllt. Verbann hinten lässt einen Wirkungs... Ja, okay. Du hast 15% mehr Lebenspunkte. 15% mehr Geisterpunkte. 15% mehr Bump-Punkte, aber er leidet 25% mehr Schaden. Das ist scheiße. Mach das hier. Das ist nice. Also, wie geht's weiter? Was hat Ceridine bei unserem ersten Treffen gesagt? Wenn wir den Einfluss des Nachtmars genug geschwächt hätten, könnten wir seine Festung über die Leere betreten. Debras Kontrolle über die Siedlung ist geschwächt. Wir werden zu Ceridines Insel zurückkehren und dort über den Leerriss nach New Edentown zurückreisen. Einfach so, hm? Nun, ja, einfach so. Stört dich was? Überstürzen wir die Sache nicht etwas? Wir haben bereits zu viel Zeit verloren. Wir müssen den Nachtmar besiegen, schon vergessen? Manchmal hasse ich diese Welt. Noch eine freie Frau. Clever, sensibel, nett. Ermordet von einer feigen Meute. Zu schwach, sich ihrer Mittelmäßigkeit zu stellen. Feiglinge, die sich hinter falschen Tugenden verstecken. Und für was? Sie würden nicht mal ihren Namen nennen. Wieso? Wieso sie? Die Menschen hassen das, was sie nicht verstehen. Sie wissen es nicht besser. Sie fürchten und hassen, was sie nicht verstehen. Das ist alles, was sie wissen. Vor allem, wenn es um Frauen geht. Es ist jetzt sowieso nicht mehr von Belang. Eine Frau ist gestorben und es soll nicht von Belang sein? Von Belang ist nur, was wir jetzt tun. Welchen Missstand wir beheben wollen. Ich war wohl eine gute Lehrerin. Als ich damals Kuba verließ, hätte mir alles Mögliche zustoßen können. Ich war aufgeweckt, frei, talentiert. Ich sprach die falsche Sprache, hatte das falsche Geschlecht, die falsche Hautfarbe. Und doch habe ich dem Leben getrotzt. Ich hatte mir so viel mehr von der Welt erhofft. Was für eine Anmaßung. Zu glauben, niemanden zu brauchen. Meine Mutter, eine erfahrene Curandera, zu ignorieren und stattdessen auf meine Schwester zu hören. Die Freundin aus deiner Kindheit? Was ist passiert? Ich hatte wenig und wollte mehr. Das ist gefährlich, wenn man über Talente, wie wir sie haben, verfügt. Mir hätte alles Mögliche zustoßen können. Aber das ist es nicht. Aber es ist etwas passiert. Deborah, ist etwas passiert. Und an dir. Und jetzt... Jetzt bezahlen wir beide den Preis dafür. Du hast dein Leben noch. Was ist es noch wert, wenn ich von all denen geplagt werde, die ich ermordet habe? Wir haben unsere Wahl getroffen. Wir haben uns entschieden, Rory. Du hast eingewilligt. Nein, das habe ich. Hör mal zu. Das alles. Es ist nicht leicht, das zu verkraften. Wir sind beide erschöpft. Ich auf jeden Fall. Ich kann nicht müde werden. Ich weiß. Ich weiß, wie schwer es für dich ist. Du hast keine Ahnung. Überhaupt keine. Ich gebe mein Bestes, es zu verstehen, wenn du mich nur lässt. Wir müssen an uns glauben. Sieh uns doch an. Natürlich werden wir unser Ziel erreichen. Halt den Mund, Red. Halt den Mund. Es geht nicht darum, was wir erreicht oder geschafft haben oder wie weit wir gekommen sind. Ich soll uns ansehen. Sieh mich an. Ich verabscheue, was ich geworden bin. Siehst du das nicht?
Ich wollte nur helfen. Es tut mir leid. Hör auf, dich zu entschuldigen. Gute Nacht. Und her? Ich wäre mit dir gekommen. Nicht witzig. Jetzt muss ich zu Fuß zu dieser verdammten Insel laufen. Willst du mich verarschen? Wo ist sie denn hin? Einfach abgehauen. Finde Antea. Ja, okay. Wir sind nicht mehr. Wir sind auf Cyrodiins Insel. Sind wir plötzlich hierher gekommen? Oder er ist schon gelaufen? Na gut. Na, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, ne? Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.